So, da sind wir wieder. Ja, seine Tage sind gezählt, aber wir wollen uns nicht übernehmen. Wir müssen jetzt irgendwann mal los, wenn man uns loslässt. Unser Geld holen. Die Temperaturen sind für uns recht angenehm. In der Wohnung, wir brauchen heute nicht zusätzlich heizen. Das, was Sie jetzt sehen, ist unser normales Licht, weil der Himmel total bedeckt ist. Meine Frau macht schon wieder Computerarbeit. Ich gammel immer ein bisschen, so langsam an das DDR-Zeit. Deshalb nochmal alle schöne Grüße an die Gammler und Penner, ne? Meine lieben Allzeit-Stasi-Kollegen und alle anderen SED-Versager, alles Gute. Ja, es ist bei uns unverändert. Es wäre jetzt so warm, dass wir aufs Bad zu warm kriegen würden, dass wir baden können, beziehungsweise uns gründlich erwaschen können. Aber wir kriegen so viel auf die Mütze, dass wir das im Moment nicht können. Wir haben immer noch riesigste Probleme. So, das kann sich ja vorstellen, dann hat einer Angst, dass er den anderen dann nicht rauskriegt aus der Badewanne. Ne? Wir sind ja nun auch schon ein bisschen dicker geworden. Ne? Da freut man sich also über das, genießt man richtig. Ne? So, weiterhin bekommen wir keinerlei Hilfe. Jeder weiß, dass hier alles blockiert wird und dass hier einfach keiner was tut. Weil sie alle schön super korrupt sind. So, und das war auch keine falsche Strategie von mir, dass ich sie gleich alle angreife. Weil sie wussten schon, was los war. Sonst hätten sie ja nicht alle Akten vernichtet. So ein Vormundschaftsgericht hilft uns nicht und schweigt. Also da muss ja unwahrscheinlich was los sein. Dann möchte ich noch mal kurz was sagen, bevor ich es vergesse mit der AOK. Wir drucken natürlich nichts aus oder lichten hier was ab, weil wir Angst haben um die Mechanik, obwohl es jetzt natürlich schon wärmer ist. Ne? Aber auch um die Farben. Ne? Ich kann ja nur nicht jede einzelne Farbperson einzeln werden. Dafür habe ich gar keine Temperaturen und so weiter und so fort. Ne? Und Temperaturvorgaben, wie ich das machen muss. Also, das kann sein, dass der bei der Kälte, dass da eben nichts kommt. Dass die Farbe einfach nur zerläuft. Das können wir uns nicht leisten. Da geben wir auch noch kein Risiko auf einen aus. Wenn das hier ein bisschen wärmer ist in der Wohnung, es ist noch viel zu kalt. Die normale Bürotemperatur haben wir noch lange nicht. Deshalb möchte ich mich entschuldigen, dass ich von der AOK, meine AOK, wie heißt das Ding eigentlich, glaube ich? Diese Krankenkarte? Krankenschutzkarte? Ja. Nennen wir sie mal so. Naja, wir wissen nicht, wie sie heißt, weil wir konnten sie nicht benutzen. Ne? So, die habe ich jetzt gerade schön abfotografiert und die werden wir auch ins Internet machen, ne? Sowohl auf unsere Homepage, ne? Das andere machst du auch nochmal auf unsere Homepage, ne? Dass ich das noch wieder angucken kann. Wenn du nicht auf Facebook kommst, ne? Weil Facebook hat es ja veröffentlicht, ne? Also unsere Bescheinigung, dass wir einen Wohnungsantrag ausgefüllt haben und abgegeben haben, ne? Hier 2005, wo die Frau uns unbedingt eine Behindertenwohnung anbringen wollte. So, wir haben dann wenigstens durchgesetzt, dass wir den Wohnungsantrag abgeben können, dann hatte ich. Und ihre Behindertenwohnung nicht nehmen mussten. So, zu bestimmten Zeiten wird hier Lärm gemacht im Flur und man tut doch. Man setzt wieder so eine starke Gase ein, dass man hier nicht wohnt. Und man kennt die Zeiten, weil man uns so schön doll begast. Und dann ist man einfach nicht drin. Im Haus und in der Wohnung. Jetzt ist es ja auch ein bisschen wärmer geworden, jetzt kann man wieder ein bisschen doof tun, weil man selbst auch mal das Fenster aufmachen kann und lüften. Also man hält es in der Wohnung über uns und unter und neben uns, Entschuldigung, nicht aus, wenn die Fenster geschlossen sind. So viel bringt dadurch. So, und ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, was ich da gefilmt habe. Das ist ja schon oben, wo ich vor unseren Fenstern stehe. Sie sehen richtig, wie gelblich die ganze Farbe ist, ne? Hier um unser
um unsere Fenster und nur unsere Wohnungseinheit schön gleichmäßig. Sonst wäre das aus unseren Fenstern, wäre das da gekommen, wäre das natürlich an einigen Stellen viel toller gewesen. So, man sieht das ganz deutlich. Ich halte ja auch rüber und ich halte ja auch runter und man sieht es da ganz deutlich. Es muss also da irgendwie durch die Wand durchgekommen sein. Ist ja nicht schlimm, dass wir natürlich wieder als nächsten Beweis werden. Ich mache jetzt mal aus.